Ich hoffe, ihr hört einigermaßen etwas. Ich gebe mir ganz fest Mühe, ein bisschen laut zu reden. Wir sind jetzt ein gutes Jahr im Widerstand. Persönlich schon länger in der Öffentlichkeit aktiv. Schon seit letzten November auf der Straße. Wir haben unterdessen, wenn ich von mir rede, rede ich von meinem Mann, Martin und mir. Wir haben Stille Protest gegründet. Wir haben angefangen in Zürich mit knapp 50 Leuten auf der Straße. Und das, was wir jetzt haben, das ist das Endresultat. Ihr seid da, ihr seid frei, ihr steht da. Aber ich muss auch ein ernstes Wörtchen mit euch reden. Ich habe Reklamationen bekommen. Gewisse Sachen haben wir auch selber gesehen, jetzt, da, heute auf dem Marsch. Es kann und es darf nicht sein, dass hier auf unserem Marsch Presseleute vom ZDF, von Deutschland, die über uns berichten, seriös und anständig, von euch angegriffen werden. Die sind mit Getränk begossen worden heute auf dem Marsch und sind angegangen worden. Wo sind wir angekommen, lieber Widerstand? Wir sind nicht besser wie auf der anderen Seite. Wir haben auf unserer Seite ganz, ganz, ganz gefährliche Tendenzen. Wir lassen uns spalten, wir stehen unter dem Einfluss von den Medien, von der Regierung nach wie vor, ob wir im Widerstand sind oder nicht. Die mischen sich unter uns, die mischen sich bei uns ein und die bringen uns auseinander mit ihrer Berichterstattung. Hebt euch von diesen Berichten fern, leset doch keine Massenmedien mehr. Die treiben auch so, wo wir da frei und vermeintlich auf dem Platz stehen, die treiben den Keil zwischen uns. Wir haben uns extra immer aus der Presse rausgehalten, unsere Köpfe rausgehalten und sind einfach als Verein auftreten. Genau aus dem Grund, wir wollten nicht als Persönlichkeiten vor euch herlaufen. Wir wollten nicht, dass der Widerstand ein Gesicht überkommt. Ihr, die da steht, ihr alle zusammen seid der Widerstand. Nicht wir, nicht ein Nicolas Rimoldi, nicht ein Josef Ender, niemand ist der Widerstand. Ihr alle. Ja? Was der Widerstand braucht, was wir jetzt brauchen, das ist nicht Führung, das ist Koordination. Wenn wir alle unsere Kraft auf die Straße bringen, miteinander, dann darf niemand mehr den Widerstand qualifizieren. Jeder Widerstand ist wichtig. Ob man den in Bern unbewilligt und halt illegal auslebt, oder ob man den da bewilligt auf dem Platz zeigt. Oder jeden Tag, in dem man die Maske nicht mehr anlegt und die Massnahmen nicht mehr mitmacht. Jeder Widerstand ist wichtig. Also hört auf Urteilen übereinander. Alle zusammen, ob auf Social Media oder da auf dem Platz oder im realen Leben, hört auf Urteilen übereinander. Schätzt, was der andere macht. Hauptsache, er macht etwas und ist dagegen. So. Wir alle, die da stehen, wir wollen eine Änderung. Wir wollen eine Revolution. Revolution heisst, etwas ändern, etwas verbessern. Wer etwas verbessern will, der fängt sich doch jetzt bitte an zu koordinieren, damit wir unsere ganze Kraft miteinander ausleben können. Nur dann bringen wir unsere Kraft noch auf die Straße. Wer ist bereit, um sich koordinieren, nicht führen, koordinieren lassen, miteinander abmachen, wenn man was macht? Wer? Wir, also vor allem ich, das ist jetzt ganz ein spontaner Entscheid. Wer möchte koordinieren, gewisse Aktionen, vor allem Demos und auf der Straße sein und sich zeigen? Und zwar so, dass nicht am Abstimmungskampf schadet, den wir jetzt gerade führen, wo alle zusammen von Freunden der Fassung und dem Aktionsbündnis in stundenlanger Arbeit auf beigestellt haben.
Dann müssen wir nicht auf Bernrennen unbewilligen. Das hat einen Grund gehabt, warum sie davon abgeraten haben. Genau, dass wir mit den Bildern, die jetzt passiert sind, und ich urteile nicht über die Bilder, im Gegenteil, ich verurteile es, dass wir mit Wasserwerfer auf friedliche Demonstranten zielen. Aber es ist nun mal leider in unserer heutigen Gesetzgebung so, dass Demonstrieren eine Bewilligung braucht. Wir haben das abklären lassen, wir haben das juristisch begutachten lassen. Der Bund sagt immer Demonstrationsfreiheit, Meinungsäußerungsfreiheit. Aber im Kanton und in den Gemeinden ist es leider so geregelt, dass du darfst demonstrieren, aber, ja, aber, mit Bewilligung. Und darum ist auf kantonaler und kommunaler Ebene das Demonstrieren bewilligungspflichtig. Wir haben das Verfassungsgesetz, Kopfverdeckung. Ja. Ich gebe euch insofern recht mit der Verfassung. Da habt ihr recht, das steht dort drin. Wir wissen aber, dass der Bund eine riesengroße Säkelgesellschaft ist. Der Bund schließt sich da wieder einmal mehr aus der Verantwortung und zeigt mit seinem ganz eigenen Finger wieder auf Kantone und auf Gemeinden, die das regeln dürfen. Und darum stehen wir im Moment nur mit Bewilligung da. Weil wenn wir eine Bewilligung haben, dann dürfen wir stehen, dann haben wir nichts zu befürchten, dann stützt uns die Polizei. Also warum nicht? Wir kriegen sie ja. Im Moment. Was macht ihr? Jetzt sind wir am Anfang von dieser Krise. Am Anfang von dieser Krise. Die ist noch lange nicht vorbei. Das ist erst der Anfang. Am Bund seine Schrauben, die ist noch so lang, da träumen die nur davon. Das kann ich euch sagen. Da kommt Massnahme über Massnahme über Massnahme. Jetzt reden wir davon, das Covid-Zertifikat bis im 26. zu verlängern. Was hat man uns predigt? Hä? Es braucht kein Zertifikat, das können wir nicht, diskriminierend und alles Mögliche hat es geheissen. Wir sind dagegen und jetzt haben wir es gleich. Jawohl! Hä? Also, unsere Revolution und unser Kampf, der fängt erst an. Das ist ein Marathon. Und diesen Marathon, den gewinnen wir nicht, indem wir wieder zwei, drei Sprintlis dort eine unbewilligte Demo machen und dort ein paar Aktionen machen. Dann schaffen wir nur den Marathon, wenn wir zusammenheben und uns unterstützen miteinander und nicht mehr gegeneinander. Und das fängt bei Social Media an und das geht auf dem Platz weiter. Und das ist einfach ganz wichtig, dass wir jetzt aufhören zu urteilen übereinander. So, wer sich möchte koordinieren in Zukunft und bei Aktionen mitmachen und Demos auf den Platz bringen, Leute bewegen, Leute motivieren, ohne eine Führung zu übernehmen. Wir brauchen keine Führung, wir brauchen Koordination. Wir brauchen keine Gesichter, keine Persönlichkeiten im Widerstand. Ihr als Masse, ihr als Menge sollt wirken und sollt zeigen, dass ihr alle dagegen seid. Wer sich möchte koordinieren in Zukunft, meldet sich bei mir. Oder bei Martin. Wir nehmen euch auf und wir schauen, was wir weiter können organisieren, dass wir alle zusammenarbeiten können. Wir sind da, ihr erreicht uns per Mail auf info@stillerprotest.ch oder sonst einfach jemanden fragen, der uns kennen könnte. Es findet immer einen Weg. Wo ein Weg ist, ist ein Wille. Also, ein Angebot von uns, Koordination. Und jetzt noch etwas Letztes. Etwas Allerletztes. Und das liegt mir ganz am Herzen. Uns, Martin und mir, uns stinkt das Theater. Die Spaltung. Und die Urteilerei übereinander. Was richtiger Widerstand ist und was nicht. Wir hören uns seit einem Jahr an, dass wir geführte Opposition sind. Weil wir einfach Prinzipien haben und denen treu bleiben. Und halt nicht vom Weg abweichen, dass wir sagen, wer den Rechtsstaat einfordert, haltet sich dran. Wir haben die Nase voll. Das war unsere allerletzte Demo, die wir organisiert haben. Wir machen Platz für neue. Wir mögen einfach nicht mehr. Wir mögen aber den internen Streit nicht. Den Kampf gegen die Medien und gegen den Bund, den führen wir weiter. Das ist garantiert. Ich danke euch herzlich. Ich danke euch allen, dass ihr da seid,
dass ihr jetzt noch ein paar Minuten ausharrt, am Biro zuhört und nachher am Joshua noch zuhört mit der Musik. Habt einen schönen Nachmittag noch. Und wer uns erreichen möchte, der findet uns, da bin ich sicher. Ciao zusammen.